Damit erstmal herzlich willkommen, ich bin's, euer Haney Hahn und ich spiele jetzt mit der Muschi. Eigentlich wollte ich diesen blöden Katzenwitz echt nicht machen. Ich habe mir vorher wirklich Gedanken darüber gemacht, dass ich diesen blöden Witz sein lasse. Denn eigentlich finde ich diesen blöden Witz total blöd. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen. Wir sind bei Let the Cat In, eigentlich quasi das Pendant zu Who Let the Dogs Out. Ein kleines Indie-Spiel, das ich auf Steam entdeckt habe. Das Ganze ist Free-to-Play und ich habe das Ganze schon etwas angedabbelt. Und ja, es geht jetzt eigentlich im Prinzip nur darum, dass die Katze hier durch die Tür kommt. Bereite deinem Kätzchen Freude. Kaufe ihm noch so einen kuscheligen Freund. Wie? Ich soll jetzt noch einen Freund kaufen? Eine Freundin ohne, ja. Oha, oha, oha. Kann ich auch einen anderen? Die sehen ja alle total realistisch aus. Ich bin gerade echt ein bisschen geflasht von dieser wunderschönen Grafik. Egal, ich will jetzt keinen Freund kaufen. Und das ist die sadistische Oma. Da habe ich mir nämlich Gedanken drüber gemacht, warum die ganze Oma hier ihre Wohnung oder ihr ganzes Haus mit irgendwelchen Drähten versieht. Nur damit die olle Katze hier nicht reinkommt. Und wir sind jetzt derjenige, der es ausbaden darf. Auf jeden Fall ist das Ganze so eine kleine Physiktüftelei und wir müssen versuchen, dass dieser grüne Ball hier, der Kollege da oben, hier die Sterne einsammelt und dann an diesen Rädchen mit diesen kleinen Hebeln da, ich muss das Spiel nochmal ein bisschen leiser machen, das ist sehr laut, an diesem kleinen Rädchen mit dem Hebel da, das einfach berührt und dann geht hier die Klappe auf. Was hier jetzt genau passiert, das weiß ich nicht. Wir sind jetzt mittlerweile ja schon, oder ich bin jetzt mittlerweile schon in Level 5. Ja, ich bin schon... Halt die Backen, Oma. Omi, wir wollen das jetzt nicht. So, auf jeden Fall kann ich hier irgendwelche lustigen Regale hinpacken. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also der Ball kommt von links oben, dann muss nach rechts unten. Dann würde ich den jetzt einfach mal hier so hinpacken und den eventuell hier hin. Und dann lassen wir das Ganze mal laufen und dann gucken wir, was passiert. Ach, guck. Habe ich schon versaut. Hier oben muss ich noch einen hinmachen. Sonst fällt der Ball da durch. Und das wäre eher schlecht. Warten wir mal ab. Yay, der erste Stern. Und noch ein Stern. Und noch ein Stern. Und... Aber... Hm. Nee, das hat ja nicht hingehauen. Wir müssen ja hier oben... Vielleicht das müssen wir ein bisschen höher setzen eventuell. So vielleicht. Und so. Nee, so würde ich sagen. Ne? Und wenn er dann angeflogen kommt, der rasende grüne Wollknäuelball... Dann wird er hier auf diese Plattform knallen. So, und jetzt aber. Bin wirklich gespannt. Ficky! Das war very close. Aber jetzt. Komm schon. Jetzt mach halt. Alter. Ziemlich veräppeln. Ich will was... Warte mal, vielleicht können wir das auch ganz anders machen und erstmal den Ball von da oben auf diese Plattform hier fallen lassen. Vielleicht ist das eine geschicktere Idee. Mal abwarten. Ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Super spannend, super spannend. Alter, was? Bleibt der da an der Kurbel hängen oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich dachte, der knallt da jetzt so richtig schön vor. Hey, einmal lasse ich es noch laufen kurz. Vielleicht... Nee, das funktioniert so leider nicht. Ach, das ist, damit die olle Katze da hochlaufen kann, oder was? Ey, das ist doch eine Katze, die kann doch da wohl da hochspringen. Oh, guck mal, die Klappe ist fast aufgegangen. Egal, wir müssen es anders machen. So funktioniert das auf jeden Fall nicht. Wir müssen jetzt mal gucken, wie der Ball so fliegt. Ja, okay, wir könnten den hier vielleicht... So. Der Ball müsste ja eigentlich ein bisschen Energie aufnehmen und wieder hochhüpfen. Ach du Arschlochball. Das gibt's doch nicht. So schwer kann das doch nicht sein. Also gut. Auf ein neues. Vielleicht eher so. Nee. Das muss schon höher, sonst funktioniert das nicht. Ach, halt die Fresse. Ich kann das auch alleine. Ja, und du hältst auch die Fresse. Alle Scheiß, Katze. Obwohl, ich kann aber, ich mach dir mal... Nee, das ist ja auch blöd. Hm.
Jetzt komme ich ja gerade tatsächlich ins Grübeln, ne? Ich habe jetzt die ersten 5 Level habe ich gemacht. Die waren so mega easy. Die waren echt einfach. Und jetzt hänge ich hier fest. In Level 5. Und ich kann die arme Katze nicht reinlassen. Das tut mir wirklich... Nee. Das ist irgendwie immer noch nicht richtig. Irgendwie ist der Ball nicht, zum Schluss nicht mehr schnell genug. Ich weiß nicht... Ach, das ist ja auch Blödsinn so. Ich habe jetzt gerade mal kurz was gedacht, aber ich dachte gerade kurz daran, man könnte eventuell den hier wegnehmen. Ich mache das mal eben kurz und dann gucke ich mal, wo der Ball hinfällt. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so scheiße. So, der kommt erstmal weg. Wo ist er denn hingefallen gerade? Ah, so war das nicht gedacht. Okay, weiter hoch. Nee. Das gefällt mir so nicht. Und zwar gefällt mir das so nicht, weil wir das Level so nicht gelöst haben. So scheiße. Der Ball muss definitiv erst nach links. Irgendwie, keine Ahnung, sollte ich das hier vorhin auch schon mal, aber... Ich probiere das einfach so nochmal und wenn das dann immer noch nicht funktioniert, dann habe ich gleich keine Lust mehr, dann mache ich den Scheiß hier aus. Guck, es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. So eine verkackte Scheiße, das gibt's doch nicht. Aber jetzt, komm schon, Baby. Okay. Ach, warte doch mal. Nein, jetzt halt doch mal, Mann. Dass die Oma sich aber auch immer einmischen muss hier, vielleicht so. Ah! Hahaha! Sehr schön. Jetzt kann die olle Katze endlich in ihr blödes, Katzenkörbchen. Fortsetzen. Auf in Level 6. Oh ne, 7 ist das schon. Oh ne, habe ich jetzt... Egal. Schau mal an, ein neues Objekt, ein Buch. Prüfen wir, wie es... Was steht da? Wie es dem? Wie es dem? Keine Ahnung. Durchlaufen, dessen Niveaus beeinflusst. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Achso, ja, das ist ja okay. So. Das ist ja easy peasy. Ich hoffe, die Katze kann jetzt hier über dieses Wollknoll laufen und über dieses Buch. Nein, sie läuft dran vorbei. Ja, und wie ihr seht, ein pädagogisch wirklich sehr, sehr wertvolles Spiel, muss man dazu sagen. Also es ist ja schon eher für Kinder. Denke ich mal. Würde ich jetzt mal so vermuten. Also ich... Kann man sich nicht wirklich vorstellen, dass es wirklich erwachsene Leute ernsthaft spielen. So. Versuche die Spule so zu stellen, um den Kater hereinzulassen. Ach, jetzt muss ich die Spulen auch noch selber hier hinpacken, oder was? Ich habe die Katze nicht ausgesperrt. Mensch. Ja, ist ja gut. Ich nehme ja schon so eine neue Spule. So, wo muss sie denn hin? Hier hin, oder was? Ach, guck mal, da kann ich die auch drehen. Oh, machen wir den ersten so, ne? Würde ich sagen. Und dann machen wir den zweiten, machen wir einfach hier so, zack, nach unten. Ja, oder so. Ja, das war jetzt aber nicht schwer. Nein, ach. Kann ich das noch vorspulen? Jetzt habe ich aus Versehen das Level nochmal. Okay, nach unten. Und das Ding braucht man, glaube ich, gar nicht. Ach doch, das braucht man wohl, oder? Nee, braucht man nicht. Pille-Palle! Ja, fortsetzen.
wir jetzt hier, ne? Level 9. Und was ist das? Fischbuch? Ach, wir müssen jetzt, Entschuldigung, wir müssen jetzt Domino spielen, oder was? Ja. Das brauche ich ja wohl nicht vorlesen. Das ist alles selbsterklärend. Okay. Hast du das schon? Nee, das war's noch nicht. Wir brauchen dann mindestens ein Regal. Gott, können sich die Bücher denn nicht schneller mal dem Boden entgegen bewegen? Ja. Achso, guck mal, ich kann hier auch. Ich kann auch die Zeit vorspulen, sehr schön. So. Und nu? Da, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dann habe ich hier aber gleich auch, was ist das? Was denkt sie? Was war das für ein komischer Gedanke? Ich mag das nicht, wenn meine Katze solche Gedanken denkt. Kann ich die Kurbel eigentlich auch? Nee, kann ich nicht. Nee, guck mal, da fällt das Buch drüber. Da ist ein Regal. Hier hin, oder was? Ach, was? Ernsthaft? Meine Güte. Aber schwierig ist das bisher alles nicht so gewesen. Ja gut, das eine Level vorhin schon. Ich gebe es ja zu, das war nicht so einfach. Vielleicht habe ich mich aber auch einfach nur trottelig angestellt. Das kann natürlich auch sein. Oh, komm schon. Kriege ich jetzt den letzten Stern nicht? Komm, roll. Jetzt mach schon. Berühren wir ihn. Ach. Na gut, auf den einen Stern kann ich verzichten. Was später erinnern, bitte. Ich möchte jetzt gar nichts bewerten hier. Dafür habe ich noch nicht genug Spielerfahrung gesammelt. So, was haben wir hier jetzt? Zwei Bücher und zwei Regale. Der Ball kommt von rechts oben, wird hier runterpreschen wie die Sau. Hier den Stern, hier die Lampe zerdeppern, dann die oben. Dann wird er ein Loch in das Katzenkörbchen schlagen, prallt zurück von der Treppe durch das Tor und erschlägt die Katze. So ist der Plan. Ich glaube nicht, dass wir diesen Plan erfüllen können, aber wir gucken einfach mal, was hier passiert. Der Ball muss doch schneller werden als so gerade. Was ist das für eine Physik, bitte? Oder ist es so gedacht, dass ich hier oben ein verkacktes Buch hinstellen soll? Nee, ne? Ja, da kommt... Ach so. Ja. Bitte. Ich muss das, glaube ich, gleich ausmachen. Also eigentlich habe ich nichts gegen Katzen. Eigentlich finde ich Katzen wirklich sogar auch recht niedlich. Und witzige Wesen, da die so eigenständig sind. Aber jetzt gerade hier, das ist die ganze Zeit... Ach, guck mal. Ah, shit. Wo ist meine Maus? Oh, Ficky. Das war Outer City, übrigens gerade im Hintergrund. Aber ich denke, dass das die meisten von euch kennen. So, wie stelle ich denn jetzt das Buch hier hin? So? Nee, das klappt nicht. Das müsste... Oma, bitte sei ruhig. So vielleicht. Ja, das klappt. Hurra! Das Wollknäuel wird seine Aufgabe erledigen. Nee, wird es nicht. Komm. Ernsthaft? Kann ich das Buch hier so hinstellen, dass es umkippt? Es sollte gleich eine Schräge bilden. Das wäre cool. Dann würde das Level nämlich klappen. Und ja, also ich muss ganz... Oh. Und ich muss ganz ehrlich sagen, beim letzten Test habe ich zwei Folgen aufgenommen. Das werde ich diesmal nicht machen. Dafür ist das Spiel einfach zu schlecht. Was? Nein, ich will nichts kaufen. Ich will jetzt noch dieses eine Level lösen, bitte. Und dann möchte ich dieses Spiel nicht mehr wieder spielen. Ja, das muss auch mal sein bei einem Let's Test. Es können nicht immer nur alle Spiele gut sein. Manchmal ist auch ein Spiel einfach nur scheiße. Und in den ersten drei, vier Leveln habe ich gedacht, auch eigentlich ist es ganz niedlich und eigentlich ist es ganz chillig. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, geht es mir ein bisschen auf den Sack. Nein, ich will nichts kaufen.
Ach so, ich habe keine Regale mehr. Das ist das doch. Also, dann probieren wir nochmal was anderes hier. Dann packe ich das mal weg und das hier eventuell so. Und dann könnte man vielleicht hier noch ein... Nee, kann ich nicht. Och, da kann ich kein Buch hinstellen, oder wie? Okay, gibt es nach links? Natürlich nicht. Warum sollte es das auch tun, wenn die Schräge nach rechts geht? Ah, ah, ah! Nee. Das funktioniert so nicht. Leute, ich geb's auf, ganz ehrlich. Eine kleine kurze Folge, Let's Test. Ich wollte einfach nur mal dieses Spiel testen und es aufnehmen. Wie auch immer, wenn euch dieses Spiel gefallen hat, dann ladet es euch selber runter. Ich würde das nicht unbedingt empfehlen, aber naja, vielleicht findet es einige von euch interessant. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus. Bis zum nächsten Mal, euer Henny.